Willkommen zu einem weiteren Hardware-Lux-Video. Heute lassen wir den Computer hinter mir mal kalt und wir zeigen euch den neuen Kindle Paperwhite von Amazon, der heute vorbestellbar ist. Wir haben den neuen Paperwhite ausgepackt und schauen wir erstmal an, was dabei ist. Die Verpackung ist relativ einfach gehalten, wie man es von Amazon kennt. Nur ein bisschen Kurzanleitung und das war's schon. Das einzige andere Produkt, was wir in der Verpackung finden, ist dieses USB-Ladekabel. Ein Ladegerät ist allerdings nicht mit enthalten. Das heißt, man muss auf seinen bestehenden Android oder anderen Ladegeräte, die man schon hat, zurückgreifen. Der Paperwhite selber sieht aus wie der Vorgänger. Das ist ja jetzt die dritte Version schon. Man hat weiterhin diese gummierte Rückseite mit dem Amazon-Logo und auf der Vorderseite das E-Ink-Display mit dem kleinen Kindle-Logo. An der Seite ist nur der USB-Ladeport und entsprechend der An- und Ausschalter. Ansonsten, wie man sehen kann, keine weiteren Auffälligkeiten. Die größte Veränderung neben einer kleinen Speichererweiterung auf 4 GB ist natürlich das E-Ink-Display. Man sieht es schon, wie bislang, es lässt sich aus jeder Situation gut ablesen und nur unsere Studioleuchten, wenn ich das mal eben mache, können das so ein bisschen zum Spiegeln bringen. Ansonsten ist es wirklich super matt. Und sollte auch im Sonnenlicht sehr gut lesbar sein. Die Auflösung hat sich verändert. 300 Points per Inch sind es jetzt. Das heißt, sie ist noch schärfer auflösend als bislang. Das soll natürlich dem Lesefluss zugutekommen. Auf der anderen Seite verringert es nicht die Batterielaufzeit. Es ist weiterhin so, dass man den Kindle Paperwhite sehr, sehr selten laden muss. Amazon spricht von einmal im Monat statt einmal am Tag wie bei Tablets. Und deshalb natürlich zum Lesen super geeignet, vor dem Urlaub alles fertig machen, die entsprechenden Bücher draufladen und dann braucht man eigentlich das Ladegerät auch gar nicht mehr mit in den Urlaub nehmen. Ansonsten hat sich wenig geändert. Wir können uns ja einfach mal die neue Schriftart angucken, die verwendet wird. Die sieht man hier. Die nennt sich Bookaly. Bookaly ist von Amazon entwickelt worden, um den Lesefluss etwas zu verbessern. Und man hat da eine Schriftart genommen, die für E-Ink halt optimiert ist und die so ein bisschen weiterentwickelt. In der Tat sieht das sehr schick aus, liest sich auch wirklich gut. Große Veränderung ist das natürlich nicht. Also man hat auch mit dem Vorgängermodell auch entsprechend schöne Schriftart gehabt. Und die Bookaly-Schriftart kommt auch auf die älteren Modelle mit einem entsprechenden Update. Das ist soweit schon die größte Neuigkeit, das Display und dann natürlich die neue Schriftart. Auf das Wesentliche konzentriert sozusagen. Wie immer wird es den Kindle geben in unterschiedlichen Varianten. Wir haben ihn hier in der Variante mit 3G und Wi-Fi. Das ist sozusagen die Luxus-Variante. Und es wird die auch etwas einfacher geben ohne 3G, wenn man das nicht möchte. Wobei man da keine SIM-Karte braucht, die separat bezahlt werden muss, sondern das ist bereits im Preis mit enthalten. Man kann da also alle Amazon-Dienste nutzen, ohne dass man sich über weitere Kosten Gedanken machen muss. Und es gibt auch wie bislang eine Variante mit Werbung und ohne Werbung. Das heißt, Werbung wird einem nur angezeigt, wenn man nicht liest. Dann kann es also mal passieren, dass hier irgendwelche Amazon-Angebote auftauchen. Oder wenn man das nicht möchte, zahlt man 20 Euro mehr und ist diese Werbung dann auch für immer los. 120 Euro ist das die kleinste Variante oder 119,90 Euro und die teuerste Variante, das heißt 3G mit Wi-Fi, liegt dann bei 200 Euro. Updates wird es demnächst geben. Wir haben hier noch eine Beta-Version drauf von diesem etwas neueren Betriebssystem. Bis der Kindle Paperwhite ausgeliefert wird,
ist das dann halt auch auf dem aktuellsten Stand. Ansonsten sieht man hier alle üblichen Optionen, die es gibt. Und für die Technikfreaks unter euch kann ich auch nochmal die Geräteinfo einblenden. Das heißt, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was runtergeladen. Es sind jetzt hier noch knapp 3 GB frei. Und Firmware-Version ist die neue WLAN und 3G, das Modell. Weitere Infos bekommt man ja nicht. Was ich nochmal probieren möchte, ist, wenn ich hier im Startmenü gehe, das wollte ich euch nochmal zeigen, es gibt jetzt auch einen Beta-Browser und da kann ich alle möglichen vorgefertigten Sachen schon verwenden und was natürlich unbedingt sein muss, ist, dass ich euch hier nochmal unsere Webadresse nochmal eintippe. Ups. Sodele. Und dann sieht man, dass man in begrenzter Möglichkeit den Kindle sogar zum Lesen von Porn-Webseiten nutzen kann. Das sieht zwar nicht allzu schön aus, wie man sehen kann, werden viele, viele Sachen falsch dargestellt. Aber um mal eben was zu checken, ist das vollkommen in Ordnung und es gibt sogar so eine gewisse Touchfähigkeit hier, dass ich Sachen auch oben und unten schieben kann. Also nicht schlecht, aber natürlich nicht mit einem Tablet zu vergleichen. Ja, in Kürze bei euch zu Hause. Ab heute kann er vorbestellt werden. Wir gucken uns das Modell in den nächsten Tagen nochmal ausführlicher an.